ARD. Hauptsache lecker. Was ist den Deutschen beim Essen wichtig? Wir sprechen über den Ernährungsreport. Aktionstag Glücksspielsucht. Warum Sportwetten süchtig machen können. Und die Vereinten Nationen treffen sich in New York mit rund 120 Regierungschefs. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen. Heute ist Mittwoch, der 25. September. Einen schönen guten Morgen sagen wir aus Berlin und Köln. Ich bin Nina Häuser. Und ich, Magdalena Bienert. Vielen Dank fürs Zuhören, auch heute wieder, vielleicht in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sag mal, Magda, wenn du deinem Lebensmitteleinkauf in einem Supermarkt oder einem Discounter eine Überschrift geben müsstest, wie wäre die? Oh, du meinst sowas wie gut und günstig? Ja, oder? Zum Beispiel. Ja, so, an manchen Tagen so, aber Hauptsache bei mir ist es immer fleischfrei und trotzdem satt vielleicht. Ah ja, aber ansonsten eine bunte Mischung. Ja. Gestern hat Bundesernährungsminister Cem Özdemir den Ernährungsreport 2024 vorgestellt, Deutschland wie es ist. Und da kam raus, am allerwichtigsten ist den Deutschen beim Essen, dass es schmeckt. Und am zweitwichtigsten, dass es gesund ist. Nicht ganz so wichtig, aber durchaus auch relevant. Es soll einfach und schnell zuzubereiten sein. Ja, bin ich auch dabei. Und oft macht's ja auch die Mischung. Also Jessica aus Bochum zum Beispiel hat unseren WDR-Kollegen in ihren vollen Einkaufswagen gucken lassen. Trauben, Birnen, Äpfel, 5-Minuten-Terrine und eine Haribo-Tüte und Creme Fraiche und Eistee. Ich sehe Bio-Creme Fraiche. Ja. Ist das tatsächlich so, dass Sie Bio-Produkte kaufen, wenn es die gibt? Oder ist das jetzt ein Zufallskauf? Nee, schon, aber schon auch eher regional. Also ich gucke dann immer, wenn jetzt Bio irgendwie aus, weiß ich nicht, Paraguay kommt und irgendwo anders kommt aus Deutschland, dann kaufe ich eher regional. Bei Bioprodukten spielt natürlich auch der Preis immer eine Rolle. Also Jessica hat uns erzählt, sie kann sich das leisten, Bio zu kaufen. Viele andere können das aber nicht. Ja, absolut. Für den Ernährungsreport wurden übrigens rund 1000 Leute in Deutschland nach ihren Wünschen, Vorlieben und Essensgewohnheiten gefragt. Da wurde eben zum Beispiel abgefragt, worauf die Leute beim Lebensmitteleinkauf und der Zubereitung von Essen Wert legen, aber auch wie häufig sie kochen oder auswärts essen und wie oft sie welche Lebensmittel zu sich nehmen und welche Erwartungen sie an die Landwirtschaft und die Ernährungspolitik haben. Ja, und wenn man sich da mal den Verlauf der letzten Jahre anschaut, dann fällt auf, dass es den Menschen schon echt wichtiger geworden ist, dass ihr Essen schnell und einfach zuzubereiten ist. Und da ändert sich vielleicht auch was in den Lebensumständen. Die Menschen haben tatsächlich heute weniger Zeit. Fast alle fordern in der Befragung auch, dass sich die Politik mehr um das Tierwohl kümmern sollte. Im Supermarkt spiegelt sich das allerdings nicht so oft wieder. Da wird dann doch eher auf günstige Produkte geachtet. Der Wille, sich gesund zu ernähren, der ist also offenbar bei vielen da. Nur das Fleisch ist dann eben doch manchmal ein bisschen schwach. In einer Überflussgesellschaft ist es schon schwierig, dem nicht nachzugeben, was unser Gehirn als Belohnung sozusagen empfindet. Und da geht es in Richtung süß, salzig, fettig. Das ist etwas, was wir in der Summe im Moment tatsächlich zu viel zu uns nehmen. Und da lohnt es sich auch mal, auf die Verpackung draufzuschauen. Das sagt der Ernährungswissenschaftler Guido Ritter von der FH Münster. Und natürlich gibt es auch ein paar Tipps, wie man das gut hinkriegen kann, nachhaltig einzukaufen und zu essen und dabei trotzdem das Portemonnaie nicht überzustrapazieren. Wir haben mal bei der Verbraucherzentrale nachgefragt und die haben uns gesagt, nachhaltig muss nicht immer teurer sein. Also man kann trotzdem günstig einkaufen, wenn man zum Beispiel selber kocht, ist klar, Leitungswasser trinkt, statt Wasser aus Flaschen zu kaufen oder auch eben Fleisch weglässt. Kann ich aber sagen, Ersatzprodukte sind leider auch ziemlich teuer. Günstig ist es auf jeden Fall auch, Gemüse je nach Saison zu kaufen. Apropos saisonales Gemüse, Magda, weißt du, was jetzt gerade der heiße saisonale Scheiß ist? Wir gehen ja Richtung Herbst, ne? Da ist doch Kohlezeit. Richtig. Die Mehrzahl von Kohl ist Kohle tatsächlich, klingt komisch. So Kürbis ist natürlich auch schwer angesagt, Brokkoli, Kartoffeln, Kohlrabi, Möhren. Also da ist, glaube ich, und Zucchini auch. Da gehört, glaube ich, eine große Menge dazu. Ja, kriegt man auf jeden Fall ordentlich den Teller voll, würde ich auch sagen. Total. Einen Tipp in Sachen Regionalität und Tierwohl haben wir von der Verbraucherzentrale übrigens auch noch bekommen. Bei der ganzen Werbung für diese guten Werte wie Tierwohl, regionale Produkte oder auch CO2-neutral gibt es nämlich auch einige Fallen im Supermarkt. Bezeichnungen wie regional, Tierwohl, CO2-neutral sind nämlich oft gar nicht wirklich definiert oder geschützt. Und die Verbraucherzentrale rät deshalb, beim Label regional sollten wir unbedingt darauf achten, dass die Region auch konkret angegeben ist. Und beim Tierwohl
immer darauf achten, dass es bei der freiwilligen Haltungsformkennzeichnung mindestens eine 3 hat oder noch besser ein Bioprodukt ist. Ja, und jetzt interessiert uns sehr, wie ist denn das bei euch? Was ist euch wichtig beim Essen? Entweder günstig und schnell oder Hauptsache gesund und lecker. Worauf achtet denn ihr so beim Einkaufen? Schickt uns sehr, sehr gerne eine Sprachnachricht dazu oder schreibt uns auch eine E-Mail. Wie ihr uns erreicht, steht in der Folgenbeschreibung. Ja, wie oft sagt man eigentlich, ey, ich wette mit dir, dass das und das passiert? Oh, ja. Oder ich gebrauche das ziemlich inflationär, ist mir aufgefallen. Wette dann natürlich aber in echt eigentlich nie. Also ich weiß, dass ich mal zur Fußball-WM 5 € auf 1 oder 2 Spiele gesetzt habe, aber das war es tatsächlich auch so. Ja, geht mir ähnlich. Ich bin da auch überhaupt nicht gefährdet. Vielleicht mal ein Rubbel los oder so. Alles total harmlos, würde ich sagen. Aber heute ist nicht ohne Grund ein Aktionstag der Bundesländer, der auf Glücksspielsucht aufmerksam machen soll. Kliniken und Selbsthilfegruppen bieten da heute unterschiedliche Aktionen an. Und es gibt ja tatsächlich alle möglichen Arten von Glücksspielsucht. Ja. Manche gehen regelmäßig in die Spielhalle oder ins Casino oder auch ins Online-Casino. Das ist dann sogar rund um die Uhr verfügbar und man muss dafür nicht mal das Haus verlassen. Dann gibt es welche, die holen sich ununterbrochen Rubbellose und Lottoscheine am Kiosk und, ja klar, Sportwetten. Und da kannst du ja inzwischen auf alles tippen, Pferderennen, Boxen, Tennis. Aber am beliebtesten sind Sportwetten im Zusammenhang mit Fußball. Ja, und wen überrascht es? Die Quoten sind so, dass auf lange Sicht natürlich immer die Wettanbieter gewinnen. Ja, und wir alle kennen den Slogan, Glücksspiel kann süchtig machen. Sportwetten zählen tatsächlich auch zu den besonders riskanten Glücksspielen und vor allem auch Live-Wetten. Glücksspielforscher Tobias Heyer von der Universität Bremen sagt, dass gerade das ein riesiges Problem ist. Wenn Sie beim Sportwetten gewinnen, werden Sie den Gewinn immer Ihrer Kompetenz zuschreiben. Verlieren Sie, werden Sie immer Gründe suchen, die außen waren. Es hat geregnet. Es waren 8 Verletzte bei dem Verein, das konnte ich nicht absehen. Dann heißt es immer, eigentlich hatte ich doch recht. Auch das animiert zum Weiterspielen. Die Wettanbieter machen pro Jahr tatsächlich Umsätze im 2-stelligen Milliardenbereich allein in Deutschland. Ja, das Wahnsinn. Ist echt irre. Ja. Und vor allem Wettanbieter geben auch unglaublich viel Geld für ihre Werbung aus. Also Tipico beispielsweise 160 Millionen Euro jährlich, bwin 60 Millionen und dadurch erreichen sie natürlich sehr viele Leute und auch Vereine haben ja inzwischen Kooperationen mit Wettanbietern. Der FC Bayern macht beispielsweise mit einigen seiner Spieler TV-Werbung für ihren Sportwettensponsor. Der VfB Stuttgart läuft sogar mit dem Trikotaufdruck eines Wettanbieters als Hauptsponsor auf. Und die alten Haudegen, hier Lothar Matthäus, Oliver Kahn, ey, die machen auch Werbung für Wettanbieter. Ja, oder auch Sportmoderatorin Laura von Torra oder Schauspieler Frederik Lau, die haben auch schon Werbung für Wettanbieter gemacht. Das gibt einem irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Wetten, ja, so ein bisschen salonfähig geworden sind, oder? War wie mit Rauchen früher irgendwie. Aber die Frage ist natürlich, um welchen Preis? Also laut Glücksspielatlas 2023 leiden etwa 1,3 Millionen Menschen in Deutschland unter Glücksspielsucht. Weitere 3 Millionen Menschen haben laut des Berichts ein problematisches Glücksspielverhalten. Wir verlinken euch in der Folgenbeschreibung einen Beitrag unserer Kollegen von der Sportschau, die sich auch mit dieser Spielsucht befasst haben. Und da kommt unter anderem Yannick zu Wort und er berichtet von seiner ehemaligen Spielsucht. Also ich glaube, dass es sehr, sehr leicht geht, da in die Falle hineinzutappen. Es war in diesen Hochphasen bei mir immer so, dass ich quasi wie ferngesteuert funktioniert habe. Also ich habe mehr oder weniger einen normalen Tagesrhythmus noch gehabt. Ich bin arbeiten gegangen. Und sobald ich aber quasi Feierabend hatte, war in meinem Kopf einfach nur noch dieser Gedanke, jetzt ich muss nach Hause vor meinen Rechner, den anschmeißen und mein Gehirn irgendwie ausschalten und spielen. Wegen seiner Sucht lebte Yannick jahrelang am Existenzminimum. Sein Geld war schon am Monatsanfang aufgebraucht. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Er sagt vor allem, sein Selbstwertgefühl hat total darunter gelitten. Wir haben euch in unserer Folgenbeschreibung auch Infos verlinkt, wo es Hilfe gibt, wenn ihr bei euch oder Freunden problematisches Glücksspielverhalten bemerkt. Unsere Kurznachrichten. Wir haben hier im Podcast schon viel über die Grenzkontrollen gesprochen. Jetzt, eine Woche nach Einführung der neuen Grenzkontrollen im Norden und Westen Deutschlands, sagt die Gewerkschaft der Polizei aber, die Maßnahmen seien kaum wirksam. Kontrollpunkte würden umfahren und laut Gewerkschaft mangelt es auch an moderner Ausrüstung. Laut Bundespolizei wurden etwa 900 unerlaubte Einreisen gemeldet. 540 von ihnen wurden an der Grenze zurückgewiesen.
Und Autofahrende freuen sich gerade. An den Tankstellen purzeln die Preise nämlich immer tiefer. Benzin und Diesel sind so billig wie seit 3 Jahren nicht mehr. Super E10 kostet im Schnitt 1,64 Euro, der Liter Diesel 1,53 Euro. Die gefallenen Preise kommen zwar jetzt für viele Sommerurlauber ein bisschen zu spät, aber gerade Autopendler profitieren davon gerade stark. Die libanesische Hisbollah hat den Tod des Leiters ihrer Raketeneinheit durch israelische Luftangriffe in der Hauptstadt Beirut bestätigt. Außerdem seien bei einem gezielten Angriff 2 weitere hochrangige Kommandeure getötet worden. Die Hisbollah befeuerte ihrerseits erneut Israels Norden mit massiven Angriffen. Die Situation im Nahen Osten ist auch gerade ein wichtiges Thema bei der Versammlung der Vereinten Nationen in New York. Und nach New York nehmen wir euch jetzt auch mit. Nina, als ich habe vor ein paar Jahren meine Journalistenreise in die USA gemacht und wir durften in New York zu den Vereinten Nationen, also von außen wirklich moderner Hochhauskomplex. Davor wehen alle Flaggen der Länder, die dabei sind. Aber richtig aufregend fand ich dann wirklich innen diesen runden, holzvertäfelten Sitzungssaal, den man auch aus dem Fernsehen kennt, wo alle Vertreter, die sitzen da so an Holztischen, was irgendwie ein bisschen wie Schulbänke wirkt. Dann haben die so kleine Knöpfchen, da können sie ihre Übersetzungen auswählen, die sie brauchen. Ja, und wenn da eine Sitzung einberufen wird, dann weiß man, es ist wirklich wichtig, gerade die Lage ist ernst. Am Dienstagnachmittag unserer Zeit hat in New York das größte diplomatische Treffen der Welt begonnen, die jährlich stattfindende UNO Generaldebatte. Ungefähr 120 Staats- und Regierungschefs sind diesmal dabei, aus Deutschland Bundesaußenministerin Baerbock. Und das ist auch der letzte große Auftritt von US-Präsident Biden. Der hat auch gleich zum Auftakt geredet und sich dort quasi von der großen Weltbühne verabschiedet. Mhm. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat auch schon gesprochen und will Donnerstag noch einen Friedensplan vorstellen. Ja, das Treffen findet natürlich vor dem Hintergrund großer Krisen statt. Krieg in der Ukraine, im Gazastreifen, im Sudan und ja, nun noch die Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Also das wird wohl das wichtigste große Thema werden. Der Gazakrieg und die drohende Eskalation im Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat seine Ankunft für die UN-Generaldebatte verschoben, soll jetzt aber wohl am Donnerstag dabei sein. Tja, und was kann jetzt die UNO, also was können die Vereinten Nationen, die ganzen Länder, die hier bei der Generalversammlung zusammensitzen, was können die machen, um zu verhindern, dass die Welt aus den Fugen gerät? Schließlich ist das ja ihre zentrale Aufgabe, also die Aufgabe der UNO, dafür zu sorgen, dass wir auf der Welt alle miteinander friedlich, sicher und gut leben können. Ja, und die Antwort, die fällt leider etwas ernüchternd aus. Wenig. Kritiker sagen, das ist nur eine Quasselbude einer verkrusteten Institution. Die kommen da jetzt jedes Jahr 6 Tage zusammen und es bringt nichts. Auf der anderen Seite heißt es auch, wenigstens sind die Vereinten Nationen noch der Ort, an dem die Staats- und Regierungschefs fast aller Länder überhaupt zusammenkommen, an dem sie miteinander sprechen müssen. Also die vielen bilateralen und auch eher so kleinen, vertraulichen Gespräche am Rande sind eigentlich auch enorm wichtig, um Einfluss zu nehmen, heißt es. Bei der Generalversammlung hat ja jedes Land eine Stimme. Das heißt auch, die Stimme jedes Staates ist gleich viel wert. Und die UNO hat in ihren Regeln festgeschrieben, dass die Beschlüsse mit großer Mehrheit zustande kommen müssen. Also am besten sollen alle zustimmen und das bedeutet wiederum, es wird oft lange, lange nach einem Kompromiss gesucht, mit dem dann alle zufrieden sind und deshalb sind diese Kompromisse dann auch oft eher, naja, sagen wir mal soft. Genau. Und dazu kommt auch noch, diese Beschlüsse sind nicht verbindlich. Also es gibt keine Möglichkeit, andere Staaten dazu zu zwingen, sich dran zu halten. Obwohl hier alle zusammensitzen und nach Lösungen suchen, ist es natürlich so, dass jedes Land seine eigenen Interessen verfolgt. Und das ist vielleicht so das Dilemma dieser Organisation. Kommen wir noch zu was Leichtem. Gestern hatten wir euch gefragt, ob ihr das Deutschland-Ticket auch kaufen werdet, wenn es ab nächstem Jahr 58 statt wie bisher 49 Euro kostet. Und ihr habt uns zahlreich zurückgemeldet. Ja, werden wir weiter nutzen. Dennis aus Hamburg zum Beispiel findet es wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass es Menschen wie ihn gibt, die aus gesundheitlichen Gründen gar keinen Führerschein haben und deswegen auf Nahverkehrstickets angewiesen sind. Andere Möglichkeiten wie Mitfahrt über den Schwerbehindertenausweis, die sind extrem eingeschränkt worden in den letzten Jahren. Also es ist längst nicht mehr so, dass die Leute gratis Bahn fahren können. Ja, und Ursula aus Essling im Raum Stuttgart, die hat uns geschrieben, hallo, ich nutze das Deutschland-Ticket als Jobticket und es ist auch nach der moderaten Preiserhöhung immer noch attraktiv.
Und eine Nachricht aus Buxtehude hat uns erreicht. Finde es schade, dass es teurer wird, gerade unter dem Aspekt, dass es vielen sozial Schwächeren eine große Hilfe ist. Wenn Geld fehlt, darf die Regierung gerne das Dienstwagenprivileg sowie das Thema Zuckersteuer angehen. Mhm. Direkt auch nochmal ein kleiner konkreter Hinweis oder ein kleiner Tauschmoment. Ja, wir danken euch sehr für eure Nachrichten. Ihr dürft natürlich auch immer gerne schreiben, wie euch 15 Minuten gefällt und uns natürlich gerne weiterempfehlen. Magda, und wir hören uns dann morgen wieder, richtig? Genau, wir beide sind morgen hier wieder am Start. Habt ihr erstmal einen schönen Tag und tschüss. Tschüss. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.